Alle von uns haben doch schon mal über die Fernsehserie SpongeBob Schwammkopf gehört. Und natürlich gibt es auch eine dunklere Geschichte über SpongeBob. Und die möchte ich mit euch heute bereden und euch erzählen. Im Prinzip ist SpongeBob Schwammkopf eine sehr bekannte Kinderserie, die einfach Freude und Spaß vermittelt. SpongeBob erlebt dort viele verschiedene Abenteuer mit seinem besten Freund Patrick, der ein Seestern ist. Natürlich gibt es auch dann noch Thaddäus, aber der ist meistens vom Pech verfolgt. Es gibt auch einen Mr. Krabs, der eine Krabbe ist und der halt sehr auf Geld steht. Also er sammelt jeden Penny und gibt halt ungern Geld aus. Vielleicht sollte ich euch ganz kurz mal erklären, was das denn alles ist. SpongeBob Schwammkopf ist ein, wie man den Namen entnehmen kann, ein Schwamm. Sein bester Freund Patrick ist ein Seestern und Thaddäus ist ein Oktopus, wie vorher erwähnt, vom Pech verfolgt wird. Dann haben wir Mr. Krabs, der halt total auf das Geld steht, der eine Krabbe ist. Und natürlich auch Sandy, das Karate-Meister-Eichhörnchen, die gerne mit SpongeBob Karate spielt. Viele von uns kennen ja diese Serie aus Kinderzeiten oder schauen sie sogar heute noch, aber nicht alle von uns kennen die dunkle Wahrheit dahinter. Denn SpongeBob und seine Freunde sollen eigentlich Geister von Menschen sein, die halt gezwungen wurden, diese Körper von diesen Meeresbewohnern einzunehmen, um überhaupt das zu überleben. Und sie haben alle Visionen von ihrem vorherigen Leben. Fangen wir direkt mal mit SpongeBob an. SpongeBob war ursprünglich ein Junge namens Bob. Er war ein Liebeskind und stand meistens also half gerne anderen Menschen und probierte immer Ärger zu vermeiden. Doch er kam oftmals in Schwierigkeiten und musste für Taten, die er nicht getan hat, sondern andere Kinder, musste er gerade stehen. Und meistens passierte irgendetwas, wenn er probierte, anderen zu helfen. Als Bob also 14 Jahre alt war, war er mit seinem Fahrrad unterwegs und raste versehentlich einen steilen Hügel bergab. Er stürzte und fiel in ein Koma. 2 Wochen nach dem Unfall verstarb er. Er hatte eine anständige Beerdigung und ist als Meeresbewohner in dem SpongeBob-Film immer noch ein sehr netter und aufgeregter Schwamm. Patrick zum Beispiel hieß in seinem letzten Leben John und er war gerade ein paar Jahre älter als Bob und sie waren wirklich sehr eng befreundet. Sie wohnten sogar im selben Viertel und spielten oft zusammen. Als Bob allerdings 10 Jahre alt war, erlitt er einen heftigen Stoß gegen den Kopf, was ihm einen Hirnschaden zugefügt hatte, weshalb er gelegentlich unfähig war zu denken. In diesen 5 Jahren, wo er so extrem, also 5 Jahre nach dem Unfall, hatte er immer extrem Schwierigkeiten und er wurde auch oft von Leuten verletzt und hatte wirklich keine Freunde außer Bob. Als er 15 war, hatte er dann eine dumme Idee und er meinte, er müsste aufs Dach klettern. Er ist gestolpert und fiel herab. Er hat eine Schädelfraktur erlitten und starb. Als Meeresbewohner verhält er sich immer noch dumm und SpongeBob ist immer noch sein einziger Freund. Nun zu Thaddäus. Also Thaddäus' echter Name war eigentlich Dan und er war ein komischer Kauz. Er hatte nie wirklich Kinder, mit denen er spielte und er spielte wirklich meistens alleine. Er hatte keine Freunde und er hatte nur seine Klarinette und seinen Teddybär namens Zippy. Dan, also Thaddäus, hatte dann einen schwerwiegenden Herzfehler, der irgendwann zu seinem Tod führte, dadurch sein Herz so extrem schwach war, hätte er immer einen Herzinfarkt erleiden können, wenn irgendetwas Überraschendes oder Erschreckendes passieren könnte. Eines Abends hatte er einen Albtraum, in dem Zippy ihn ermorden würde. Dies verängstigte ihn so sehr, dass er aufwachte und sein Herz stillstand. Als Meeresbewohner ist er ebenfalls schreckhaft und sein einziger Freund ist seine Klarinette. Mr. Krabs echter Name war Jim. Jim kam von einer reichen Familie und er war ein Dieb, der von Geld besessen. Jim hat oft Leute bestohlen und ist dann davongelaufen. Er hatte eine leichte geistige Störung. Er liebte Sparschweine und Kassen und er hatte einen Walfisch als Haustier in einem riesengroßen Aquarium.
Durch diese ganzen Probleme lachte ihn meistens seine ganze Familie aus. Er hatte sogar einen großen Tresorraum, in dem er sein ganzes Geld aufbewahrte. Und als er einmal drinnen war, ergötzte er sich am Vermögen und sprang in die Luft. Drei Säcke mit Bargeld fielen von einem hohen Regal auf ihn herab und zerquetschten ihn. Als Meeresbewohner umarmte er Geld und er hatte eine Walfischtochter namens Perla. Jetzt kommen wir zu dem Eichhörnchen namens Sandy. Und Sandys echter Name war eigentlich Sally. Sie war eine Streberin, sie gewann viele Preise auf wissenschaftlichen Ausstellungen und erhielt oftmals die Note 1+. Dadurch sie wirklich intelligent war, kamen andere Kinder zu ihr und wollten bei ihr Nachhilfe und haben sie auch wegen Matheaufgaben gefragt, wie das denn funktioniert. Sally hatte einen schwarzen Gurt in Karate und schlug ihre Mitschüler meistens. Sie hat außerdem selbstgemachte Feuerwerke im örtlichen Country Club gezeigt. Sally gehörte eigentlich die Welt und eines Tages kämpfte sie im Karate gegen einen Meister. Sie hielt sich gut, doch dann traf sie ein äußerst harter Tritt gegen den Brustkorb, der ihre Rippen brach und sie ersticken ließ. Obwohl sie eigentlich kein Meeresbewohner ist und unter Wasser nicht atmen konnte, schaffte sie es trotzdem, ihre Glaskuppel zu bauen und sich Karate und den Wissenschaften zu widmen. Natürlich gibt es auch sehr viele weitere Meeresbewohner, die Seelen von toten Kindern in sich haben. Aber das sind halt so mal die bekanntesten von der Fernsehserie SpongeBob. Und die ganzen Seelen von diesen toten Kindern sehnen sich einfach nach ihrer Familie und ihrem alten Leben. Vielleicht werden diese klagenden Seelen irgendwann, wenn ihre Fischgestalt stirbt, in das Ge Neugeborene ihrer früheren Mutter einkehren. Wenn es aber nicht geht, werden sie wie in einem Fischkörper gefangen bleiben und alleine durch die 7 Weltmeere wandern. Ja, das ist die gruselige Geschichte oder die Wahrheit hinter SpongeBob, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Horrorvideo wieder mal gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, bedanke ich mich für diese ganzen Leute, was meinen Kanal abonniert haben, diese 23 Leute. Ich bedanke mich wirklich, wirklich sehr. Wenn ihr mehr von solchen Horrorvideos sehen wollt oder eine Wahrheit über irgendeine Cartoonfigur oder vielleicht Creepypasta wissen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, über welches Thema ich mich informieren soll. Und das werde ich machen in meinem nächsten Video. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen, glaube ich, mit einem neuen Video. Bis dann, Freunde. Oh, und übrigens, checkt doch gerne meinen Gaming-Kanal aus. Ich werde euch den unten in die Infobox verlinken. Bis dann, Freunde. Ciao.